Bei Calico versuchen die Spieler, den schönsten Quilt auf ihren Quilt-Spielbrettern zu nähen. Dieser kann aus Stoffplättchen oder Knöpfen bestehen. Damit versuchen die Spieler, möglichst viele Katzen anzulocken, die wiederum am Ende des Spiels Punkte einbringen. Punkte bringen dabei die Katzen sowie die Knöpfe, aber auch die Stoffplättchen selber, sofern sie in bestimmten Formationen angeordnet sind. Zur Spielvorbereitung wählt jeder Spieler eine Spielfarbe und erhält in dieser Farbe das zugehörige Quilt-Spielbrett sowie die sechs Aufgabenplättchen, die er zunächst verdeckt vor sich ablegt. Die Stoffplättchen werden in den mitgelieferten Stoffbeutel gefüllt und in der Tischmitte bereitgelegt, sodass alle Spieler ihn gut erreichen können. Die Stoffplättchen gibt es in sechs unterschiedlichen Farben sowie mit sechs unterschiedlichen Motiven bzw. Mustern. Alle Muster und Farbkombinationen sind dabei vorhanden. Ebenfalls in die Tischmitte gelegt werden die verschiedenfarbigen Knöpfe. Diese gibt es in sechs unterschiedlichen Farben. Zusätzlich gibt es noch die Regenbogenknöpfe. Die Katzenplättchen werden anhand der aufgedruckten Punkte in der rechten unteren Ecke sortiert. Von jeder Art wird nun eine zufällig ausgewählt und in die Tischmitte platziert. Dabei kann die Vorder- oder die Rückseite benutzt werden. Jedem Katzenplättchen werden nun zwei der insgesamt sechs schwarz-weißen Musterplättchen zugeordnet. Außerdem werden die zugehörigen Katzensymbole bereitgelegt. Der Block zum Notieren des Spielstandes wird zunächst an die Seite gelegt. Er wird erst am Ende des Spiels benötigt. Alle nicht benötigten Katzentableaus sowie die zugehörigen Katzensymbole werden ebenfalls in die Schachtel zurückgelegt. Von den Aufgabenplättchen wählen die Spieler nun vier zufällig aus, die sie aufdecken und davon wiederum drei auswählen, die sie auf ihrem Quiltspielbrett auf den markierten Positionen platzieren. Die Aufgabenplättchen zeigen jeweils eine Aufgabe, die die Spieler erfüllen müssen, wenn sie Punkte für die Stoffplättchen auf ihrem Quiltspielbrett bekommen wollen. Neben der jeweiligen Aufgabe zeigen die Aufgabenplättchen auch zwei verschiedene Punktewerte. Jede Aufgabe kann sowohl mit Farben als auch mit Mustern erreicht werden. Sollten die Spieler eine der beiden Kombinationen erreichen, so erhalten sie die Punktzahl im blauen Kreis. Sollten sie am Ende beide Kombinationsmöglichkeiten erreicht haben, also die Aufgabe mit Mustern und Farben erfüllt haben, so erhalten sie die Punktzahl im gelben Kreis. Die Aufgabenstellung auf den Aufgabenplättchen wird jeweils mit Buchstabenkombinationen dargestellt. In diesem Beispiel zeigt das Aufgabenplättchen AA, BB, CC. Dies bedeutet, dass von jeder Farbe oder jedem Muster, das die sechs umliegenden Plättchen bedeckt, jeweils zwei vorhanden sein sollten. Die sechs umliegenden Plättchen bestehen in diesem Fall aus drei Farben, die jeweils zweimal vorhanden sind. Somit ist die Farbaufgabe erfüllt. Außerdem sind die drei aufgedruckten Muster jeweils zweimal vorhanden, womit auch die Musteraufgabe erfüllt worden ist. Der Spieler würde am Ende des Spiels für dieses Plättchen also 11 Punkte bekommen, wie im gelben Zahlenkreis angezeigt. Erfüllt er nur eine der beiden Aufgaben, wie in diesem Beispiel die Farbaufgabe, so bekäme er 7 Punkte, wie im blauen Zahlenkreis angezeigt. Die weiteren vorhandenen Aufgabenplättchen zeigen die Kombination AAA, BB, C. Hier müssten also von einer Farbe oder Mustersorte drei Plättchen, von der nächsten zwei und von der dritten nur ein Plättchen vorhanden sein. Das dritte Aufgabenplättchen zeigt ein Ungleichzeichen. Damit ist gemeint, dass die sechs umliegenden Plättchen jeweils aus unterschiedlichen Farben oder Musterplättchen bestehen sollen. Die Legemöglichkeiten, die keines der Aufgabenplättchen berühren, bringen für diese keine Punkte ein. Allerdings können die Spieler diese benutzen, um unter anderem Knöpfe zu erwerben. Einen Knopf der jeweiligen Farbe erhält man für jeweils drei oder mehr zusammenhängende
Stoffplättchen einer Farbe. Der zugehörige Knopf wird aus der Tischmitte gezogen und auf eines der Farbplättchen gelegt. Die Spieler können so auf ihren Tableaus die unterschiedlichen Knöpfe sammeln. Sollte es ein Spieler geschafft haben, von jeder der sechs Farben einen Knopf auf seinem Quilt zu haben, so darf er sich zusätzlich einen Regenbogenknopf nehmen. Jeder Knopf, auch der Regenbogenknopf, ist am Ende des Spiels 3 Punkte wert. Den Katzentableaus sind jeweils 2 Musterplättchen in Schwarz-Weiß zugeordnet. Wenn die Spieler eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Formation an den zugehörigen Musterplättchen erreicht haben, dürfen sie sich einen der Katzenmarker nehmen und ebenfalls auf ihrem Quilt platzieren. Die Katzenmarker bringen jeweils so viele Punkte, wie auf den blauen Kreisen auf ihren Tableaus zu sehen ist. Um beispielsweise einen Symbolmarker von Felix zu erhalten, benötigen die Spieler 3 Plättchen in einer geraden Linie, die nebeneinander liegend sind. Die Linie muss dabei nicht waagerecht oder senkrecht verlaufen, sie kann auch diagonal auf dem Quilt vorhanden sein. In diesem Fall hat der Spieler 3 Plättchen von einem der beiden zugehörigen Muster gelegt und darf sich daher einen Katzenmarker nehmen, den er auf einem der Plättchen auf seinem Quilt platziert. Um Luna und Wuschel zu erhalten, brauchen die Spieler insgesamt 6 bzw. 7 Stoffplättchen von einem der zugehörigen Muster. Bei der Berechnung der Muster, egal ob Anzahl oder Formation, können die bereits auf dem Quilt aufgedruckten Plättchen mitgezählt werden, auch wenn sie nur teilweise aufgedruckt sind. Bevor das Spiel startet, zieht jeder Spieler 2 der Stoffplättchen aus dem Beutel und nimmt sie verdeckt auf die Hand. Weitere 3 Plättchen werden aus dem Beutel gezogen und offen in die Tischmitte gelegt. Sie bilden den sogenannten Markt. Es wird ein Startspieler bestimmt, der eines der beiden Plättchen aus seiner Hand auf seinem Quilt-Spielbrett platzieren darf. Er darf das Plättchen dabei auf jedes beliebige freie Feld legen. Nun überprüft er, ob er entweder berechtigt ist, einen Knopf auf seinen Quilt zu nähen oder ob er eines der Katzenplättchen erworben hat. Dies ist in diesem Fall nicht der Fall, also erhält der Spieler keine weiteren Katzen- oder Knopfmarker. Er darf lediglich eines der 3 offenliegenden Stoffplättchen aus der Tischmitte ziehen. Dieses wird sofort aus dem Beutel ergänzt und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe. Dieser verfährt in gleicher Weise und das Spiel setzt sich im Uhrzeigersinn weiter fort. Nach jedem Zug überprüfen die Spieler erneut, ob sie Knöpfe oder Katzenmarker aus der Tischmitte nehmen dürfen. Legt ein Spieler ein Plättchen an, das ihn beispielsweise dazu berechtigt, einen der Knöpfe zu nehmen, so nimmt er sich diesen sofort aus der Tischmitte und platziert ihn auf seinem Quilt. In diesem Fall hat der Spieler gleichzeitig eine Formation von 3 bzw. in diesem Fall sogar 4 roten aneinandergereihten Plättchen erreicht und gleichzeitig eine Formation aus Mustern gelegt, die ihn dazu berechtigt, eines der Plättchen von Felix zu nehmen. Beide legt er nun auf seinen Quilt, zieht ein weiteres Plättchen aus der Tischmitte und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe. Das Spiel setzt sich so lange weiter im Uhrzeigersinn fort, bis alle Spieler ihren Quilt vollständig gefüllt haben. Danach erfolgt die Endabrechnung und die Spieler zählen ihre Punkte zusammen, um den Sieger zu ermitteln. Dieser Spieler hier hat es geschafft, insgesamt 7 Knöpfe zu bekommen und davon 6 unterschiedliche Farben zu sammeln. Deswegen hat er zusätzlich den Regenbogenknopf erhalten. Er hat also insgesamt 8 Knöpfe, die ihm jeweils 3 Punkte, also insgesamt 24 Punkte für die Knöpfe einbringen. An Katzen hat er einmal Felix, 2-mal Luna und 1-mal Wuschel bekommen. Dafür erhält er 11 Punkte für Wuschel, 2-mal 9 für Luna und 1-mal 5 für Felix. Insgesamt also 34 Punkte.
Nun betrachtet der Spieler noch seine drei Aufgabenplättchen. Bei diesem Plättchen hat er die Musteraufgabe erfüllt. Er hat ein Muster dreimal, ein Muster zweimal und ein Muster nur einfach um sein Aufgabenplättchen herumgelegt. Die Farbaufgabe hat er jedoch nicht erfüllen können. Er erhält deswegen 7 Punkte, wie im blauen Kreis angezeigt. Dieses Aufgabenplättchen hat der Spieler gleich doppelt erfüllen können. Unterschiedliche Farben sind jeweils zweimal vorhanden und 3 unterschiedliche Muster sind ebenfalls jeweils zweimal vorhanden. Er erhält deswegen 11 Punkte, wie im gelben Kreis angezeigt. Das dritte Aufgabenplättchen hat der Spieler leider nicht erfüllen können, da sowohl Farben als auch Muster mehrfach um das Plättchen herumliegen. Er bekommt also dafür keine Punkte. Für die 2 vorigen Plättchen erhält er also insgesamt 18 Punkte. Addieren nun alle Spieler ihre erworbenen Punkte aus Knöpfen, Katzenplättchen und Aufgabenplättchen. Der Spieler, der die meisten Punkte erreicht, ist der Sieger des Spiels.